Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Handy-Version. In der letzten Folge hatte ich große Hoffnungen. Ich hatte wirklich riesengroße Hoffnungen. Wir haben 2 Fohlen bekommen und ich dachte, wir bekommen richtig tolle Fohlen. Am Ende des Tages waren die Fohlen okay, aber letztendlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Wir probieren gerade, einen Black zu züchten. Falls ihr euch gerade fragt, ich spiele letztendlich seit dem fast ersten Tag Rival Stars. Ich glaube, ich habe am 3. Tag oder so angefangen, als Rival Stars rauskam. Und habe in der ganzen Zeit, wo Rival Stars jetzt schon released wurde, noch nie, ich wiederhole, noch nie einen Rappen gezüchtet. Und das möchte ich gerne jetzt schaffen, in 2021, nachdem das Spiel fast 2 Jahre draußen ist. Das Ganze gestaltet sich aber extrem schwierig, denn ich bekomme alles außer gute oder schwarze Fohlen. Infinity Illusion ist einer der Hengste, den wir bekommen haben. Sein Papa ist Accurate Angel und er ist ein Black. Seine Oma ist auch Black und ich hatte gehofft, dass er vielleicht eine Stute ist und wir dann die Stute weiter mit Accurate Angel oder so decken können, dass wir irgendwann mal einen Black rausbekommen. Aber Leute, es ist definitiv nicht so einfach. Wir müssen uns heute von Infinity Illusion trennen, denn wir haben keinen Platz, Leute, denn wir haben kleinere Platzprobleme und deswegen müssen wir uns heute von Infinity Illusion trennen, dass wir neu züchten können. Tschüss, du kleiner Bub. Die Verbindung mit Rival Stars Horse Racing Servern fehlgeschlagen. Ja, moin. Hallo? Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Tschüss, du kleiner Bub. Bye, bye. Und dann können wir unsere beiden Fohlen abholen. Das erste Fohlen ist Fizzy Nugget. Ein kleiner Rabicano. Bub, glaube ich, ist er. Hallo. Hi. Okay. Verbisse. Und schon wieder weg. Tschüss, du kleiner Bub. Bye, bye. Und dann holen wir natürlich noch Academic Arch ab. Das ist auch ein kleiner Bub, glaube ich. Hallo, hallo, hallo. Können wir ihn bitte abholen? Dankeschön. Oh mein Gott, er wäre so schick, ne? Er hat blaue Augen. Er ist ein Traum, Leute. Er ist ein Traum, aber seht ihr die Werte? Ich meine, wirklich, ich hätte wirklich mit ihm gedeckt. Zumindest, ne, für dieses wunderschöne Pattern, für die Farbe, für die blauen Augen. Er ist einfach ein absoluter Traum, Leute, aber er hat die absolut schlechtesten Werte für Stufe 5 im Spiel und deswegen können wir das leider nicht machen. Stattdessen möchte ich heute wieder mit meinem Accurate Angel decken. Und als ich weiß es nicht, ich glaube es war vorgestern oder so, online war, privat, Leute, auf meinem Handy, dachte ich mir so, warum bekommt Accurate Angel eigentlich keine Blacks? Was hat er eigentlich für verborgene Gene? Und dann habe ich gesehen, dass wir seine Gene nie erforscht haben, Leute. Ich weiß nicht, was da los ist. Es kostet 450 Gold, was natürlich extrem teuer ist, aber das soll uns nicht davon abhalten, dass wir seine Gene testen. Er ist einer meiner absoluten Lieblinge, er ist wunderschön, Leute, ihr seht, er ist ein Black und er ist ein Kaufpferd von mir. Und natürlich wird er bleiben, ich werde ihn nicht hergeben und deswegen kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum ich seine Gene nie erforscht habe. Ich persönlich glaube, dass er nicht Black in den verborgenen Genen hat. Ich persönlich glaube, es könnte eventuell Fuchsverdünnung sein. Von daher hätte ich jetzt gesagt, es ist Fuchs und ein Verdünnungsgen oder vielleicht sogar 2 Verdünnungsgene. Wir probieren es aus, Leute. Wir gucken. Ja. Okay, es ist Bay. Ich glaube, das Dunkelrote ist Bay. Aber ja, er hat ein Verdünnungsgen verborgen. Er hat ein Grey-Gen, Leute. Das war mir fast klar. Aber Leute, er hat das Gefleckte nochmal drin. Das ist mega, mega cool, Leute. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum wir so lange gebraucht haben, bis wir ihn tatsächlich getestet haben. Denn die verborgenen Gene sind teilweise ehrlich gesagt wichtiger als alles andere. Und deswegen wundert es mich, dass wir das bis jetzt tatsächlich nicht gemacht haben. Dann sind wir in der Zuchtbox der Stufe 10. Hier können wir maximal ein Stufe 5 Pferd bekommen, was wir eh nur könnten, denn meine Heavy Moon ist Level 4. Wir haben 66% auf Stufe 5 und 34% auf Stufe 4. Ich erkläre euch auch noch ganz kurz, warum ich diese Anpaarung gerne machen möchte. Ich weiß, Leute, vielleicht ist die Idee nicht die allerbeste, da, ne, Accurate Angel
in den verborgenen Genen Grey hat. Meine Heavy Moon trägt doppelt Grey. Aber die kleine Heavy Moon, ich zeig's mal ganz kurz, hat ja bereits den Accurate Angel im Stammbaum. Hier, guckt mal. Und sie hat eine richtig gute Mama. Das ist die Eclipse Coffee. Und vielleicht haben wir einfach ein bisschen Glück und bekommen hier irgendwas richtig Tolles raus. Also irgendein Pferd, das irgendwie Bestwerte hat oder so. Und wir könnten dann dieses Pferd wieder mit einem anderen Black decken. Mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber so theoretisch. Wisst ihr, was ich meine? No. So theoretisch, so ganz theoretisch könnten wir das dann machen und dann vielleicht irgendwie einen Black irgendwann rausbekommen. Oder irgendwie sowas. Vermutlich ist es eine dumme Idee. Leute, wir machen es aber trotzdem. Dann ist es soweit, Leute. Und das Fohlen wird geboren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du süß. Oh mein Gott, ist das süß, das Fohlen. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Es ist ein Stutfohlen. Ein mega süßes Stutfohlen mit den schlechtesten Werten auf Geschwindigkeit und Sprintenergie und mit Bestwerten auf Beschleunigung. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war vielleicht einfach keine gute Idee. Die kleine Maus heißt Cash Category und wir gucken natürlich gleich mal nach. 1400 Meter Mittel und Mitte. Warum bist du nicht einfach nur mal Bestwertfohlen? Warum nicht? Kannst du mir das verraten? Und warum gibt es eigentlich immer noch diesen Mähnenglitch? Oh, du bist so süß. Ich liebe einfach dieses Pattern, Leute. Ich liebe dieses Pattern. Und warum ist dieses Fohlen schon wieder so schlecht? Das ist doch eigentlich echt unfair, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Aber Leute, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Decken. Denn wir werden jetzt noch Perfect Design und Strategic Style decken und das Fohlen in der nächsten Folge abholen. Ihr hattet euch gewünscht, dass wir das Ganze nochmal probieren. Und da ich dann gerne nächstes Mal, außer das wird ein Bestwertfohlen, Leute, ein anderes Pferd in dieser Box decken möchte, also in der Zuchtbox der Stufe 19, probieren wir das jetzt. Und wie gesagt, holen das Fohlen beim nächsten Mal ab. Ich bin so unfassbar gespannt, denn dieses Fohlen, das da rauskommen wird, hat nur und ausschließlich Leopards im Stammbaum. Also in dem Stammbaum, den man sieht. Und das finde ich mega, mega cool. Wir hoffen einfach auf ein richtig, richtig tolles Fohlen. Drückt die Daumen, wir züchten. Und wie gesagt, Leute, holen das Ganze dann im nächsten Video ab. Leute, eigentlich wollte ich als letztes ein Live-Event gehen, aber wir haben heute mal wieder ein Live-Event nur mit Rosen. Ich persönlich gehe die meistens nicht. Das Maximale, was ich manchmal gehe, ist auf Stufe 8. Aber ich habe im Moment nur 2500 Rosen. Von daher macht es im Moment irgendwie gefühlt keinen Sinn, weil ich kann eh nicht wirklich gut am Rad drehen. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, geht ihr die Live-Events, wenn es nur Rosen gibt? Denn meine Pferde haben gefühlt alle die Fähigkeiten ausgestattet. Und für mich bringt es irgendwie nichts, wenn mein Pferd eine Fähigkeit ausgestattet hat, dann dieses Rennen zu gehen. Denn Fähigkeiten sind mittlerweile einfach nicht mehr so einfach zu bekommen. Also man kann sie kaufen mit Gold. Aber man bekommt sie nicht mehr so leicht geschenkt. Und deswegen mache ich das eigentlich nicht. Aber es gibt noch eine Info, Leute. Leute, die Olympus-Weltmeisterschaft ist in 11 Stunden und 38 Minuten. Oh mein Gott, Leute. Wir bekommen schneller Lerner oder in der Zone eine Fähigkeit. Ich verstehe das nicht, Leute. Früher hat man mega viel bekommen und jetzt bekommt man irgendwie nur noch eine einzige Fähigkeit. Ich finde es auch ehrlich gesagt krass, eine Weltmeisterschaft. Ich hätte irgendwie erwartet, dass wir bei einer Weltmeisterschaft irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas Tolles bekommen können? Wie, weiß ich nicht, neue Ausrüstung, eine exklusive Ausrüstung oder so für die Weltmeisterschaft? Hätte ich wahnsinnig gefeiert. Wobei natürlich die beiden Pferde, die wir hier haben, auch mega, mega hübsch sind. Ja, von den Werten her, 1800 Meter hart und hinten richtig, richtig nice. Definitiv, ne, mein Favorite hier. Aber warum auf Geschwindigkeit 1 weniger? Das verstehe ich tatsächlich nicht. Das ist ein bisschen schade. Und dann noch ein Stufe 10 Pferd, das mir persönlich extrem gut gefällt. Aber Leute, Stufe 10 ist uninteressant für Leute, die Live-Events gehen wie mich. Von daher, schwierig. Und außerdem vorne, aber theoretisch könnte man natürlich mit der Stute
ein anderes Pferd decken und ein Stufe 9 Pferd rausbekommen. Dann habe ich aber gesagt, war es das mit dieser Folge von Rival Stars Horse Racing Handy-Version. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal wieder ein Live-Event gehen können. Ich habe echt, ehrlich gesagt, damit festgerechnet, dass wir heute am Donnerstag ein Live-Event haben, wo wir noch weitere Sachen gewinnen können als wie Rosen. Aber so ist es halt nun mal. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns jetzt sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!